Ui. Warte, was? Man kann die Dinger abfeuern? Lol. Hä? Warte, was? Warte, was? Ist da gerade Yamamura rausgekommen? Warte, was? Hey! Oh, der hat Aufgaben für mich? Hallo, du hast dich ganz schön Zeug gelegt, was? Ich hätte da auch einen Auftrag für dich. Oh. Hier sind also noch ein paar Aufträge, die mir noch fehlen, weil die letzte Peach-Aufgabe, die ist nicht die einzige Aufgabe, die mir fehlt anscheinend. Flug über die Luftgaleere und willkommen zurück, by the way. Yeah. Ich würde gerne sehen, wie du dich mit einem Cape schlägst. Kannst du B gedrückt halten und bis zum Ziel schweben, ohne zwischenzulanden? Wenn du dich an einer Ranke festhalten oder einem Gegner auf den Kopf springen willst, nur zu, das ist erlaubt. Oh Gott. Viel Glück. Ja, das werde ich brauchen, weil ich kann sowas überhaupt nicht. Bitte sag mir jetzt nicht, der will, dass ich mit dem Cape fliege, weil das kann ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man mit dem Cape fliegt. Bitte nicht. Ich hoffe, das Level ist nicht so schwer. Wie konnte ich den nicht? Wieso habe ich denn nicht die Dinger gecheckt? Okay, was ist das für ein Level? Okay, ich muss zumindest nicht fliegen bisher. Das ist doch super. Da komme ich nicht rein. Ah, da kommt eine Feder raus. Ah. Warum auch immer da eine Feder rauskommt. Ich weiß nicht, was die Bumper machen, ob die einen trollen oder nicht. Bin mir nicht sicher. Oh Gott, da ganz schnell durchhuschen. Hier auch, glaube ich. Hier festhalten, weil das ist ja erlaubt, hat er gesagt. Da, 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 da. Oh lol. Ist das so gewollt, dass man hier so runterhuschen kann, so schnell? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er auf so einer, auf so einem Track ist. Auf so einem. Auf dieser Linie halt. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Ich kenne kein Deutsch. Was ist das? Ja, ist schon ein wenig her, dass ich, wie ihr schon merken kann, dass ich Mario Maker zuletzt gespielt habe. Jetzt habe ich die Münze, dass ich verpasst. Was ist los bei mir? Ja. Ich kann da so ein wenig schneller sein. Ich weiß da, wo es lang geht. Ich weiß ja, was passiert. Okay, hier soll ich aufpassen. Do, do, do. Wow. Das Ding ist halt einfach, dass ich schon dachte, dass wir schon längst fertig sind mit dem Spiel, aber uns fehlt einmal die Aufgabe bzw. die Aufgaben von Yamamura, von der ich nichts wusste. Ich habe einfach nur mal umgeguckt. Weil ich weiß, dass das nicht alle Aufgaben sein können, dass da noch irgendwas fehlt. So, und dann weiß ich auch wo. Ich weiß noch nicht, wie viele Aufgaben der hat. Was ist das hier? Was ist denn das hier bitte? Los, ich will nach oben. Scheiß Aufstuhl, ey. Fahrstuhl, ey. Geht viel zu lang. So, okay. Was ist meine Aufgabe hier? Was ist meine Bestimmung? Die zu ignorieren, denke ich mal. Weil die sind. Ja, Ach, es gab übrigens ein neues Update, schon seit längerem. Das werden wir jetzt auch sehen, was das geändert hat. Unter anderem nervt Luigi nicht mehr. Ich muss jetzt Minus drücken, damit da hier was anzeigt. Ich weiß nicht, ob dieses Pop-ups-Ding dann auch immer noch kommt. Irgendwann, vielleicht mal das erste Mal oder so. Aber es kommt auf jeden Fall für mich nicht mehr. Und das finde ich gut. Tolles Update. Schon mal Beste. Nee, das Hauptfeature vom neuen Update hier ist einfach, dass man jetzt online mit Freunden spielen kann, was man auch eigentlich hätte tun können. Oder ich finde, man hätte das schon von Release an hätte tun können. Und nicht erst nach einem Update, der ein paar Monate später erst rauskam. Wow. Also da haben die schon wenig verkackt. Aber jetzt ist es ja da und jetzt ist es ja da. Ne? Jetzt ist es halt zumindest da. So, jetzt hier aufpassen. Oder wo wurde ich gestorben? Oben, ne, bei dem Wiggler. Ich muss auf die Wiggler springen.
Oh nein, jetzt müssen wir hier nochmal warten. Und was habt ihr so gemacht, während ich weg war? Na, ah, cool. Ah, ach so, ja, hört sich cool an. Ja, ja, würde ich auch zustimmen. So. Aber das Let's Play ist jetzt schon bald vorbei. Es fehlt uns nur noch... Ich glaube, das wird vorletzte Folge. Ich glaube, das wird sogar die letzte Folge. Wenn wir uns beeilen zumindest. Da jump ich nochmal lieber auf ihn drauf. Oh, bitte sag mir nicht, das war ein Fehler. Oh Gott. Nee, nee, war kein Fehler. Bam. Ich kann One-Ups farmen. Zack. 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 Epic. Very, very epic. Oh, soll ich hier rein? Also. Oh Gott, Gott, bitte hör auf. Hör auf. Nein, 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 nein. Nein, hör auf. Ich muss nochmal oben ein Cape holen. Bitte sag mir, kommt noch ein Cape raus. Kam doch normalerweise ein Cape raus, oder wo war das? War das nicht hier? Shit! Hier kommt kein Cape raus. Keine Feder mehr. Muss ich jetzt aufpassen. Ja, toll aufgepasst, Mike. Okay. Gott. Normalerweise kann ich jetzt sowas, aber... Gerade habe ich irgendwie nicht so... das Gefühl. Für sowas. Weiß ich nicht. Bin seltsam, wisst ihr doch. So. Hier runter? Okay. Ich folge mal den Pfeilen. Weil die sind normalerweise mal ganz gut so zu folgen. So, die ganzen Bloopies raus mit euch. Oh Gott, nicht auf dem Boden jetzt. Nicht auf, bloß nicht auf den Boden landen. Verdammt, wo lande ich jetzt? Oh, zum Glück falle ich. Oh Gott. Yes! Yes! Wenn wir uns nämlich gut anstellen in dieser Folge, dann schaffen wir das Ganze durch. Nur noch. Ich weiß nicht, wie viele Aufgaben hat denn jemand, Mori? Ich hoffe nicht so viele. Werden wir ja sehen. Hast du noch was? Weißt du, also ich denke mit dir in der Zwischenzeit noch einen Auftrag. Ich denke mir in der Zwischenzeit noch einen Auftrag aus. Was? Da hat es nichts Falsches für mich. Da gucken wir noch mal später noch mal vorbei. So, ich habe ein paar Münzen für dich. Willst du die haben? Wow, wow, soll ich für 100 Münzen noch was Lustiges sagen? Okay. Mach mal. Wow, wuff, wow. Danke, dann spitz mal die Ohren. Was schaut eine Röhre nach Feierabend? Röhrenfernsehen. Dafür habe ich jetzt 100 Münzen ausgegeben. Kann ich es nochmal machen? Bist du ja da? Soll ich nochmal was soll ich sagen? Oh, mach bitte, bitte. Ich brauche deine Witze jetzt. Super. Kugelwilli? Eher Kugelwilli nett. Hä? Okay. Komm, mach nochmal einen. Was für ein Scheiß. Wovon? Der Superstern ist ja nett, aber meinst du, es gibt doch einen Dieselstern? Ich habe gerade 300 Münzen dafür ausgegeben. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir unsere restlichen Münzen abgeben können. Oh Mann. So, es gibt einen neuen Auftrag, der ist nämlich von Princess Peach persönlich. Das letzte. Es gibt nämlich drei Peach-Aufgaben, wie ich gesehen habe. Super Mario Bros. Welt 1-1. Was ist denn da los? Der Weg, den wir immer nehmen, ist plötzlich voller Gegner. Was hat Bowser da wieder ausgeheckt? Und was ist mit meiner Stimme passiert? Das sieht gar nicht gut aus. Ich bitte dich, bahne dir einen Weg durch diese Schurken. Okay. 1-1 spielen wir also. Das habe ich ja gut drauf, denke ich mal. Da kann ich doch keine Probleme haben, oder? Oh, 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 das ist nicht 1-1. Das sah 1-1 sah normalerweise ein wenig harmloser aus als hier jetzt. Oh Gott. Bitte greif mich nicht an. Tschüss, scheiß auf den Pilz. Ich brauche keinen Pilz. Ich bin zu cool. Ich brauche keine Pilze. Das sind nur Münzen. Hier geht's runter. Was? Oh Leute, da kommt ein Mancha raus. Wie cool. Okay, wow. Was
Was ist das für ein Level? Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Tschüss. Ich skipp euch alle, ey. Ich skipp euch. Zack. Skippy, skippy, dip, skippy, du puh. Und raus bist du. Weiter kann man auch rein. Warum kann man hier rein? Oh, das ist. Ach, jetzt verstehe ich. Ey, das ist einfach richtig cool gemacht, finde ich. Oh Gott, schnell rein, bevor der Mannschaft rauskommt. Ich mag das Level, das ist cool. Was? Oh Leute, das ist genauso wie dieser Trailer von Mario Maker 1. Da gab es auch so eine Passage, wo es nicht weiterging. Wenn ich noch erinnert an Mario Maker 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht gar nicht gut aus, Carsten. Hilfe. Ja. Da kommt man nicht rein. Okay, rüberrennen, rüberrennen. Was? Oh nee. Ah, ich brauche das Speed. Okay, das Level ist gar nicht mal so einfach, muss ich zugeben. Ja. Vor allem nicht, wenn man sowas macht. Ach, wisst ihr was? Komm, ich gebe auf. Das Level ist mir zu schwer, Alter. Das schaffe ich nicht. Nee, in die Option wollte ich jetzt nicht gehen. Ich wollte aufgeben, aber viel zu schwer, ey. Nee. Vielleicht ist das hier das letzte Level. Ich kann jetzt. Ich weiß nicht. Yamamura meint irgendwie, der denkt sich noch was aus, aber ich glaube nicht, dass er noch irgendwas hat. Ich wüsste jetzt nicht, was er haben soll tun. Aber ich habe auch gerade gesehen, es gibt hier ein Outfit, wenn man das schafft. Das ist so nice. Vielleicht ist ja das Mario-Outfit, weil wir alle Level geschafft haben. Ich habe gerade nicht geguckt. Ich habe gerade. Was war ich? Was ist los? Okay, komm, jetzt konzentrieren wir uns, ja? Jetzt spielen wir richtig, Leute. Jetzt spielen wir richtig. Skip, 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 Mario. Skip, 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 skip. Wieso denn? Ich bin noch nach links Ach, Mann. Ich folge mir, wie langweilig. Alle sind wieder weg. Mann, ich kann einfach nicht entertainen. Was ist los bei mir? I'm so sorry for this episode. Guck, ich bin noch voll gut, ich bin ein richtig krasser Speedrunner. Man kennt mich als den krassesten Speedrunner von Super Mario Bros. So, wir versuchen es nochmal. Ich habe ein wenig geschnitten, weil... Ja, ich sag mal, ein paar technische Fehler hatten, so. Aber jetzt... Jetzt mache ich's. Jetzt mache ich das Level. Yeah. Zack. Das sollte nicht passieren. Keine Ahnung, wie der mich noch bekommen hat. Ich meine, jetzt geht's erst los. Das andere, das gab's nicht. Das gab's nicht. Das bildet euch nur ein. Ja? Ihr bildet euch immer solche komischen Sachen ein, als ob ich irgendwie nicht gut wäre und so. Was ist denn los bei euch? Oh Gott, der kommt ja durch. Oh Gott, wie weit kommt der denn durch? Okay, aufpassen. Hier gibt's doch bestimmt irgendwo was, oder? Nein? Ach, komm! So, jetzt speedrunnen wir das Level. Zack, easy. Krasser Junge. Zasch. So, hier den Pilz rausholen. Den wollen wir uns nämlich nehmen. Zack, so. Okay. Ich muss aufpassen, weil ich will den Pilz nicht verlieren. Wow. Oh, das war so knapp. Oh Gott. Was? Was? Ich... Was? 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 Was war das denn? Ey, Scheiße. Och, Leutzken. Komm, gib mir den Pilzki. Popilzki. Pilz. Nice. So. Jetzt nicht verlieren, okay? Okay, Mario, nicht den Pilz ver... Ich hab gedrückt! Ah, ich hasse Trampoline!
Okay, das ist nichts passiert. Das ist jetzt die erste Runde. Oh Gott, oh, cooles Level. Oh, oh Gott, da kommen ja... Oh, okay, egal, ich bin Speedrunner. Oh, muss ich springen? Oh, oh, zum Glück habe ich gedrückt gehalten, weil das hätte ich nicht riechen können. Oh Gott, ist das schwer, das Level. Oh Gott, oh Gott. Nein, mein Pilz! Ich hasse Trampoline. Warum müssen wir die im Trampolinen machen? Das ist scheiße. Oh, ich habe den gekillt. Oh, hey Leute, hab euch heute noch gar nicht gesehen. Oh, guck mal hier, ich spiele Super Mario Bros. 1-1. Ich werde heute nur 1-1 spielen, weil das Spiel ist ziemlich schwierig, wie ihr sehen könnt. Wow, das war sehr knapp. Okay, zack. Oh, cool. Oh, oh, ein Pilz, cool. Den würde ich mir gerne nehmen. Oh, ich habe einen Pilz, Leute. Oh mein Gott, ich bin krass. Ich glaube, ich bin jetzt voll der gute Speedrunner im Spiel. Kann das sein? Oh nein, ich habe meinen Pilz verloren. Oh nein. Oh Gott. Junge, das ist so knapp immer. So, ich brauche keinen Pilz für diese Passage hier. Ich mach einfach. Zack. Oh Gott. Hier gibt es keinen Pilz, hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Hier gibt es einfach keinen, siehst du? Nichts. Ich soll von hier aus nach rechts springen. Ach, was? Oh Gott, das ist echt schwer. So, der macht immer den Block kaputt. Ich muss da einfach durchrennen. Das habe ich, habt ihr gerade gesehen, Sound gesehen? Da ist gerade irgendwas kaputt gegangen, wahrscheinlich ein Block. Alles klar. Ich dachte mir schon, der Sprung ist doch viel zu schwer. Das können die doch nicht bringen. Ja, bringen die aber zum Teil, wenn man nicht schnell genug ist. So wie 90% aller Spieler, die das Level zum ersten Mal verdammt nochmal spielen, ey. So, hier lasse ich mich einfach treffen. Kein Bock, ey. So, das schafft man, soweit ich weiß, immer. Oh Gott, nein! Ist nicht passiert. Yay, letzte Folge und ich darf nochmal viel schneiden. Nicht, dass Schneiden irgendwie keinen Spaß macht oder so, nur ist das einfach lächerlich, dass ich hier so verdammt oft dumm sterbe. Seht ihr, was ich meine? Wer stirbt bitte so? Nur ich? Ich stelle mich an. Alle anderen hätten das im First Try geschafft. Und ich? Ich brauche einfach 10 Jahre. Und dann ganz schnell durch. Bevor dann den Block zerstört, weil das macht er nämlich gerne. Ah, nein! Warum ist da nur ein Bowser? Da kommen noch 3 Flammen jeweils. Also, ich dachte echt, die hatten dahinter, die hatten da vor dem Ziel 3 Bowser und ich kriege am Ende noch einen Stern und dann irgendwie sowas. Ach komm, der hat mich doch nicht berührt. Du bist doch gemein. Oh Mann. Es tut mir echt so leid, dass ihr jetzt sehen müsst, wie ich so krass an diesem Easy Peasy Level faile. Das ist traurig, am letzten Level, was einfach ist, noch so zu failen. Das Level ist so einfach. Ja, ist mir egal, ich brauche keinen Pilz. Oh Mann, das ist immer so knapp. Ich denke jedes Mal, dass ich es nicht schaffe, aber dann schaffe ich es doch. Aufpassen, so dass ich nicht getroffen werde. Nein! Ihr seid doch scheiße! Ah. Gibt es irgendein Level in diesem Spiel, wo ihr auch so dumm oder euch so krass angestellt habt wie ich hier in diesem Level? Wenn ja, dann schreibt es mir mal zum Trost in den Kommentaren, weil ich fühle mich gerade echt richtig schlecht, weil das Level ist überhaupt nicht schwer. Das ist voll einfach, vor allem wenn du den Rest schon durch hast. Und das hier als letztes Level, das ist doch echt einfach. Ganz ehrlich. Und dann lasse ich mich einfach von jedem Scheiß treffen. Komm. Ja, okay, komm. Lass mich einfach, du groß. Auch wenn ich diesen Sprung irgendwie gefühlt... Ja, okay, du wohl. Keine Ahnung, der Sprung ist seltsam. So, okay, egal. Ich kann mich einmal treffen lassen. Ich hab's auch schon... Was? Ich... Warum kann er diese Blöcke kaputt schießen? Das ist doch voll unfair. Oder nicht? Aber es ist vollendet. Easy. Es ist eigentlich ein Easy-Level.
Dann habt ihr schön was zu lachen gehabt. So ein wenig eine Fail kommen am Ende. Warum nicht? Ui. Peach Tennis Dress. Ui. Hast du noch irgendwas? Oh. Was? Was kann ich bewundern? Ach, die zeigt mir nochmal das. Ja. Ja, ich hab schon gesehen. Ganz cool. Yeah. Epic. Very, very epic. Ja, I know. Ja. Hat ja Mamura noch was? Ansonsten ist das Ende hier. Das ist aber weg. Warte, das ist weg. Wo ist denn der Mamura hin? Ach, warte, muss ich ihn vielleicht mehrmals finden? Und dann gibt er mir jeweils eine Aufgabe? Ja, da kamen jetzt so zwei Münzen raus. Die jucken mich ja natürlich nicht. Warte. Bevor ich hier noch irgendwas einfach beende, vielleicht ist ja Mamura noch hier. So, wenn er jetzt hier rechts nicht ist, dann... Ja. Nee. Okay, ich schätze mal, dass das Ende, falls ich mich irren sollte, dann... Oh. Hey, das ist bestimmt noch... Hey! Gurr, so sieht man sich wieder. Gurr, gurr. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Der unbenannte Münztransport. Gurr, 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 gurr. Bereit für eine Herausforderung, dann sammle 50 Münzen für mich, wenn du von allen Seiten mit Kugelwils beschossen wirst. Spring auf sie drauf, um sie zu besiegen, aber pass auf, dass du danach nicht ins Bodenlose fällst. Alle Münzen einsammeln. Yay! Es war also ein Versteckenspiel hier mit der Mamura. Cool. Und ich dachte schon, das war's. Ich gucke mir noch das Outfit an, keine Sorge. Das kommt noch. Nur erstmal werden wir das hier alles durchmachen, ja. So, oh Gott. Oh Göttchen. Oh Göttchen. So, alle Münzen sammeln, ne? Oh Gott, ja, gut, cool. Fängt ja schon mal gut an. Na 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 na. Also bisher eigentlich richtig cooles Level, ganz ehrlich. Die Idee und dann der Aufbau von dem Level hier finde ich ganz cool, ganz ehrlich. Da sage ich es euch, wie es ist. Das ist cool. So, ja, einfach stehen bleiben, hier sollte nichts passieren. Jo. Ist auch gekennzeichnet, so mit den Blöcken hier. Oh, ich dachte gerade, ich wäre zu tief gesprungen. Oh Gott, da kommt auch einer raus. Bin ich da gerade abgebounced? Oder was war das gerade? Ich bin da gerade voll weggebounced. Lol. 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 Oh nein, da kommen diese Zielsuchenden. Oh Gott, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. No, no. Oh Gott, kacke. Kommt da noch mehr? Oh Gott, da kommen noch mehr. Oh Gott, ich habe zum Glück alle eingesammelt. Ich dachte gerade, ich schaffe das nicht alle. Oh Gott. Einer fehlt mir hier. Oh Gott, da kommen wir ja. Da kommen mehr. Was ist hier? Gibt es hier keinen Pilz? Wo muss ich denn lang? Der ist gerade automatisch schon wieder gesprungen. Schon wieder. Irgendwas fehlt mir. Irgendwo hat mir eine Coin gefehlt. Oh Gott, das ist jetzt ärgerlich. Ich will die Folge jetzt beenden. Ich habe alles. Komm. Okay, ja, irgendwo habe ich eine Münze übersehen. Ach, die Blöcke zählen auch. Habe ich alle Blöcke gehabt? Ich glaube, nein, oder? Ich glaube, ich habe welche außen vor gelassen. Und warum lassen mich da immer treffen? Cool, ich bin schlau. Hehe. Voll, ey. Voll schlau, ey. So, geben wir mal den Pilz hier. Alles, einfach alles untersuchen wir eben. Dass wir auch wirklich alles bekommen. Ich weiß, ich weiß nicht, was los ist mit dieser Folge. Es tut mir wirklich leid, dass ich heute einfach schlecht bin. Muss man einfach so sagen. Heute stelle ich mich einfach an. Heute bin ich schlecht. Da muss man sich einfach mal entschuldigen, weil das ist natürlich echt belastend, sich sowas anzusehen, wo ich mich so schlecht anstelle, oder? Oder findet ihr das eher lustig als belastend? Denkt ihr euch so, haha, lol, Comedy, er lässt sich in so einem easy Level treffen, haha, hoho, hehe. Das können wir gerne mal reinschreiben. So, irgendwo habe ich noch was
übersehen. Aber ich weiß halt nicht wo. Nein, da ist so ein Google-Willi! Ey, weg da! Ey! Was soll das? Aber gut zu wissen, dass es das auch geht mit den Google-Willis und so. Krass. Hier oben nichts. Ich habe das Gefühl, hier gibt es so einen unsichtbaren Block nach oben, aber ne. Ist nicht der Fall. No, no, no. So, hier habe ich jetzt 41 Münzen. Ich weiß nicht, wie das beim Stand der Dinge so aussieht. Oh Gott. Okay, welche Münzen hätte ich denn vorher nicht gehabt? Naja, egal. Wir haben alles. So, ich vermute mal, der 3-Level, das ist so ein Common Theme im Normalen. Ich hätte mal dann noch ein drittes Level. Ich muss ihn einfach nochmal suchen. Einfach ein Level machen und dann, damit er halt nochmal hier respawnt. Ne, hab ich recht? War das? Weiter so? Ja, noch was. Hm. Oh, du kannst nun deine Controller-Einstellungen jederzeit im Hauptmenü ändern. Okay. Spieleanleitung, okay. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt erstmal uns das Outfit anschauen, was wir freigeschaltet haben. Es gibt noch eine einzige Aufgabe von Yamamura, also doch drei, wie ich mir dachte. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich den hole. Und das ist Peach's Tennis Dress. Yo. Ich werde mal ein wenig umgucken, vielleicht finde ich ihn dann noch. Ich werde auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ich ihn finden sollte. Was? Oh. Oh. Okay, das ist seltsam. Anscheinend muss ich ein Level schaffen, damit er hier erscheint, weil ich bin auf jeden Fall mehrmals hier und hier so überall vorbeigegangen, habe mit ihm fünfmal geredet und so. Und vorher ging es nicht, ich habe vorhin ein Level geschafft und geguckt, ob der dann respawnt. Anscheinend ist er jetzt respawnt. Okay, cool, immerhin. Hey, Guru, so sieht man sich wieder. Guru, Guru, ich habe noch einen Auftrag für dich. Letztes Level, Leute, auf zu besseren Gefilden. Guru, 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 Guru. Bei meinem morgendlichen Joggingflug fand ich mich plötzlich in einem Schwarm von Kanonenkugeln wieder. Sie fliegen wohl Richtung Süden, um dort zu überwintern. Könntest du sie vom Himmel holen? Gugur, immer noch. Das mache ich doch gerne für meinen Yamamura-Freund. Ah, Yamamura ist der Beste, ey. Mein bester Freund, der Vögel. So. Okay. Das Level sieht schon mal vielversprechend aus. Oh Gott, nein. Oh nein, was ist das denn hier? Hilfe! Oh Gott. Oh Gott. Bitte nicht dazwischen fallen. Geht das überhaupt mit meinem Riesenschuh? Ich hoffe mal nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es doch geht. Nein! Mein Schüchchen ist weg. Jetzt muss ich das so machen. Aber es ist zumindest noch möglich. Ja, leider. Für so Leute wie mich ist das nicht möglich, aber... Ne? Ich nehme jetzt schon für diese eine Folge hier circa eine Stunde auf. Eine Stunde für diese einfachen, was weiß ich, 4 Level, glaube ich. Das ist schon irgendwie traurig, muss ich zugeben. So. Aber jetzt konzentrieren wir uns. Dann, 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 da, da. So, wir wollen nämlich nicht verrecken, wir wollen das jetzt schaffen. Nach diesem Level brauche ich echt eine Pause. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist halt echt nicht mein Tag irgendwie in diesem Spiel. Heute kann ich anscheinend echt kein Mario spielen. Oh Gott. So, aber jetzt, komm. Jetzt sind wir noch nicht Hype-Stimmung. Tut mir leid, dass ich aber Muchos Aufgaben erst jetzt mache. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der überhaupt existiert hier in dem Story. Ach komm, Mann, laber doch nicht so viel. Konzentrier dich mal. Ach Mann, ich dachte, ich könnte ihn skippen. Es tut mir leid. Mama mia. Ey, was guckst du mich so an? Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, du. So, jetzt gib mir das letzte Outfit. Beziehungsweise die letzten beiden Outfits, weil wir kriegen noch das Mario. Obwohl, warte, ist es überhaupt das Mario-Outfit? Ich glaube, es ist das Mario. Also auf jeden Fall das Outfit, was wir bekommen, wenn man alle Level mit Mario und nicht mit Luigi schafft.
Ich weiß jetzt aber nicht, Fabs haben wir gesagt, dass es das Mario-Outfit, aber ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, was man auf bekommt. Ich habe jetzt einfach nur vermutet, dass man ein Mario-Outfit bekommt, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Also, ich vermute, wir kriegen ein Mario-Outfit oder so, aber vielleicht kriegen wir auch was ganz anderes. Vielleicht kriegen wir so ein Bowser. Ja, gut, kann gar nicht sein. Haben wir schon wegen was anderes bekommen. Vielleicht so ein... Ach, keine Ahnung. Was kriege ich eigentlich hierfür? Als ob es so ein Yamamura-Outfit gibt. Auf einmal so ein Vogelkopf oder so. Also bin mal gespannt. So. Aber jetzt konzentrieren wir uns, weil ich bin gerade überhaupt nicht konzentriert anscheinend. Nee, ich bin konzentriert, ist einfach nur ein Fluch auf mich. So. Schöne Ausreden. So. Aber jetzt konzentriere ich mich. Das Level ist doch easy. Mit Peace. Wo ist die Schwierigkeit? Ich kann sie nicht entdecken. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch echt ein Beschiss. Heute ist nicht mehr Tag. Heute verrecke ich ja. Und zwar so oft, wie es nur geht. Denn das Spiel hier hasst mich und ich hab schlechtes Glück. Bitte lasst es enden. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will, dass das alles aufhört. Dum 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 dum. Dim dum dum da dum. Dim dum 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 da dum dum. So, nach einer kurzen Pause später hoffe ich mal, dass ich jetzt besseres Gefilden habe. Yeah. Nee, ganz ehrlich, ich will mich hier noch einmal entschuldigen, weil das ist echt peinlich, ja. Ich weiß nicht, warum ich mich entschuldige. Ich entschuldige mich einfach so, weißt du? Das ist einfach so, das liegt einfach in der Natur. Und ich will mich hier nochmal entschuldigen. Dafür, dass ich euch warten lasse. Es sind nur 4 Level. Und trotzdem bin ich so schlecht. Beziehungsweise, es sind nur dieses Level und das eine mit Peach. Der Rest war ja komplett einfach. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Die anderen beiden sind auch eigentlich einfach, aber ich lasse mich trotzdem so dumm anstellen. Ich weiß einfach nicht, wieso. Wieso ich das tue. Schon wieder, wieso mache ich sowas? Wieso mache ich sowas? Jetzt habe ich das Ding nicht mehr. Und jetzt bin ich zu früh gesprungen. Und warum mache ich sowas? Warum? Ich dachte eigentlich, heute wird mega chillig. Komm. Es ist zumindest jetzt soweit. Das sind jetzt die letzten Versuche. Ansonsten brech einfach das Display ab. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Gegen Ende hin brech ich das Display ab. Wie sehe ich denn aus? So einer bin ich nicht. Bin ich so eine? Nee, nee. So, immer chillen. So, Münzen sind scheißegal. Komm, ich scheiß jetzt einfach mal auf die Witze von dem Hundchen, von dem Underdog. Die sind mir jetzt so egal. Ich habe meinen Schuh und ich bin hier. Und das macht mich schon ein wenig glücklich, dass ich einen Schuh habe an dieser Stelle. Zack, zack. Oh Gott, bitte. Schaff's einfach. Ist das Ziel? Sag mir, ist das Ziel. Bitte sag mir, ist das Ziel. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, es ist so knapp. Wow. Ja, moin. Okay. Jetzt ist es aber wirklich zu Ende, oder? Oder? Yamamura Strickhemd. Ah, okay. Ganz nice. Mario hat alle Aufgaben und Aufträge erfüllt. Wahoo! Ui, Speicherbot-Hut. Oh, ich habe gedacht, wir kriegen Mario-Outfit. Okay. Speicherbot-Hut. Und Speicherbot-Anzug. Wie cool. Yeah. Gugu? Gute Arbeit. Du hast viel gelernt. Ich bin stolz auf dich. Ah, okay. Wow, sorry, was für 10 Münzen. Ja, komm, mach nochmal einen Witz. Hehehe, okay. Dann spitzt mal die Ohren. Die Clown-Kutsche hat so einen großen Mund. Ich dachte, das wäre auch eine gute Clown-Knutsche. Ha, 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 ha.
Und mit diesem urwitzigen Witz werde ich das Let's Play hier beenden. Bin stolz auf dich! Du kannst bereits viele Aufträge jetzt nochmal angehen. Yeah. So, es gibt noch eine Sache, die will ich euch noch zeigen, bevor ich euch die Outfits zeige und somit das Let's Play hier beende. Und zwar, wenn man alle Yamamura-Aufgaben geschafft hat und dann nach ganz oben geht, dann wird man was bemerken. Da ist ein On-Off-Knopf und der ist off. Was ist, wenn man ihn auf On stellt? Kuckuck! Da versteckt sich Yamamura drin. Das können wir wieder ausstellen und dann geht er wieder rein. Ja. Sehr schön. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, ich würde mich wirklich um eine positive Bewertung freuen. Würde mich echt freuen, ja. Ein Abo, falls ihr neu seid. Warum seid ihr neu? Naja, ist cool. Weil neue Leute kann man immer gut kennenlernen. Von daher habe ich nichts gegen. So, das ist der Speicherbot-Hut. Und das Speicherbot-Outfit. So sieht das aus. Nochmal kurz einen männlichen Mii zeigen. Wie das mit einem männlichen Mii aussieht. So. Und dann noch das Yamamura-Hemd. Am besten mit irgendwas. Ich nehme einfach so einen normalen Rock. Und dann nehmen wir das Hemd. So sieht das Hemd aus. Joa. So, was werde ich nehmen? Ich denke, ich nehme das Peach-Outfit. Das sieht ganz nice aus. Und der Hut? Hm. Das war ganz cool so, aber ich mag meinen Gruselhut. Meinen kleinen Buhu. Das ist das Ende von Let's Play. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in dem nächsten Let's Play. Hoffentlich. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich das alles schneide. Wahrscheinlich bin ich seltsam als Frick in dieser ganzen Folge gewesen, weil ich laber und laber und laber und die ganze Zeit sage, es ist vorbei. Und dann sage ich, es ist vorbei. Und dann sage ich, entschuldige. Ja. Aber jetzt ist es wirklich vorbei. Wir schauen uns noch dieses Schloss einmal an. Und damit sage ich, haut rein.